In diesem Video sichern wir unseren virtuellen privaten Server im Internet einmal ab, indem wir den Root-Login untersagen und indem wir die Portnummer für SSH ändern. Das unterbindet schon die meisten Hackversuche, die ihr jetzt hier im Bild gerade sehen könnt. Ob ihr auch schon Hackversuche auf eurem Server hattet, das könnt ihr im Log der Authentifizierung, also var-log-auth.log, einfach mal anschauen und grabt da nach Failed Password und dann seht ihr, ob ihr quasi auch schon Opfer von Brute Force geworden seid. Ich kann euch fast versichern, dass ihr das schon geworden seid, zumindest nach einem Tag, wo euer Server existiert, denn dieser Server existiert gerade mal einen Tag und ich habe schon so eine lange Liste von Hackversuchen. Was wird da also probiert? Mit bekannten Benutzernamen oder aus Wörterbüchern wird versucht, einen Login herbeizuführen und darunter sind natürlich vor allem bekannte Benutzernamen wie zum Beispiel der Root natürlich. Das wäre natürlich der Checkpoint für den Hacker, falls er hier mit Root drauf könnte. Und da wollen wir uns ja gegen absichern. Wir erstellen einen neuen Nutzer. Das machen wir mit dem Befehl addUser. Ich habe hier so einen kleinen Spickzettel schon mal. Und der Nutzer selber sollte natürlich so kryptisch wie möglich sein, am besten irgendwie vom Passwortgenerator generieren lassen. Jetzt werden wir nach dem Passwort gefragt. Welches nehmen wir da? Natürlich auch eins vom Passwortgenerator generiertes Passwort. Ich gebe das jetzt hier mit Rechtsklick ein. Ich habe das kopiert. Die Sachen bestätigen wir hier alle mit Enter, geben wir nichts ein. Und die Informationen sind natürlich korrekt. Der Nutzer ist jetzt also angelegt. Der ist maximal kryptisch, so dass jetzt also auch solche Passwortattacken da ins Leere laufen. Das ist schon mal die Nummer 1. Mit diesem Echo-Befehl, die Befehle findet ihr natürlich alle in der Videobeschreibung, kommt er zu der Gruppe der Sudoers, also die, die den Super-User-Do-Befehl aufrufen dürfen. Und für mich ist jetzt vor allem einmal wichtig, dass ich mal einen Switch-User auf den neuen Nutzer mache. Das hat erstmal funktioniert als Root, klar. Und jetzt will ich wieder zurück switchen, sudo-i. Und dann bin ich Root. Also das funktioniert schon mal. Ich kann also auf den Root wechseln. Das muss funktionieren. Weil ihr wollt ja trotzdem Root-Zugriff haben. Ihr wollt nur nicht über SSH euch als Root einloggen. Und deshalb gehen wir mal hier in die SSH-Config rein. Permit Root Login ist hier auf Yes gesetzt. Und ich setze den einfach auf No. Das Ganze speichere ich jetzt. Jetzt würde ich einmal SSH neu starten. Gehe ich wieder auf meinen Spickzettel. Und ja, restarte. Service not found. Okay, dann ist er hier nicht als Service installiert. Beziehungsweise ich habe einfach den falschen Befehl benutzt. Jetzt nehme ich mal den. Jetzt ist SSH neu gestartet. Jetzt sollte ein Root-Login nicht mehr möglich sein. Das würde ich jetzt mal testen, indem ich hier einfach sage Duplicate Session. Und jetzt versucht er sich ja nochmal als Root anzumelden. Bestätige ich mit Enter. Und das sollte jetzt fehlschlagen. Genau. Wichtig ist auch immer, dass ihr das Ganze testet. Also ich mache das jetzt hier nicht zum Spaß, ich teste auch immer selber so. So, also Root-Login funktioniert nicht mehr und als anderer Nutzer komme ich rein. Die Session bleibt natürlich jetzt hier erstmal noch aktiv. Was ist jetzt noch wichtig? Jetzt sollten wir ja den Port noch ändern. Dazu gehe ich wieder in die SSHD-Config. Such mal nach Port. Doch, gibt's schon, muss man nur auf Groß- und Kleinschreibung achten. Das heißt, ich kommentiere das aus. Ihr könnt das jetzt nicht lesen, weil das ist hässlich blau. So, Port 22 wollen wir ja nicht mehr haben. Ich nehme jetzt hier auch einen kryptischen, der sollte über 1024 liegen und nicht mit anderen Ports kollidieren, die vielleicht schon verwendet werden. 1055 kann ich zum Beispiel mal benutzen. So, einmal speichern. Den Befehl zum Neustarten von SSH hatten wir ja schon. Und jetzt mache ich auch mal hier, ja genau, jetzt wird die, ich will die Session nicht closen, ich will eigentlich mal sagen New Session. Und jetzt probiere ich mal aus, ob die Verbindung auf Port 22 noch zustande kommt. Nein, kommt sie nicht. Okay, dann machen wir wieder mal hier New Session. Der neue Port war 1055. Versuchen wir es mal da. Und das geht. Da kann ich jetzt nochmal bestätigen und kann mich jetzt als der neue Nutzer einloggen. Gut, das sind die zwei wichtigsten Schritte, würde ich behaupten, wenn man einen Server im Internet hat und auch die Schritte, die jeder ohne Ausrede machen kann. Port ändern und den Nutzer für den Login ändern. Man kann immer noch als Root dann drauf, habt ihr ja gesehen mit sudo-i, aber man umgeht jetzt eben die Gefahr, dass diese ganzen gescheiterten Login-Versuche irgendwann vielleicht mal nicht mehr gescheitert sind, weil das Brute-Forcen erfolgreich war. Es gibt jetzt auch noch erweiterte Sicherheitsregeln, wie zum Beispiel die Anmeldung mit Zertifikaten, haben absolut alle ihre Berechtigung, aber wie gesagt, das sind jetzt die zwei, die auf jeden Fall jeder machen sollte. Wenn euch das Video jetzt weitergeholfen oder gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und blende euch im Abspann auch noch ein paar weitere Videos ein.